Der Frühling ist da und der Sommer lässt nicht mehr lange auf sich warten. Also ist es höchste Zeit, sein Fahrzeug für den nächsten Urlaub vorzubereiten. Wir haben bei den Versicherungsprofis der VAV nachgefragt, auf welche Dinge man jetzt im Frühling besonders achten sollte. Am 15. April endet in Österreich die Winterreifenpflicht. Wir empfehlen den Autofahrerinnen und Autofahrern, die Sommerreifen zu montieren, da die aufgrund ihrer speziell härteren Gummimischung auch für die wärmeren Temperaturen besser geeignet sind. Dies erhöht letztendlich auch die Fahrsicherheit im Straßenverkehr. Gelten bei Urlaubsreisen ins Ausland die gleichen Regeln wie im Inland? Bei Reisen ins Ausland ist grundsätzlich zu beachten, dass die vorgeschriebenen Utensilien mit an Bord sind. In Österreich ist das zum Beispiel die Warnweste, das Warndreieck und die Autoapotheke. Auch in vielen anderen Ländern in Europa ist dies verpflichtend vorgeschrieben. Oft fliegt man auch und nutzt dann einen Mietwagen vor Ort. Gelten hier gleiche Regeln? Speziell, wenn ich mir einen Mietwagen im Ausland ausborgen möchte, ist darauf zu achten, dass ich auch bei Fahrzeugübernahme sofort kontrolliere, ob alle vorgeschriebenen Utensilien mit an Bord sind. Immer wieder wird darauf hingewiesen, die grüne Karte bei Auslandsreisen mitzuführen. Warum ist das so wichtig? Die grüne Karte ist nichts anderes als der Nachweis, dass ich einen Kfz-Versicherungsschutz besitze. In Europa sollte grundsätzlich ein behördliches Kennzeichen dazu ausreichen. Es gibt aber trotzdem ein paar Länder, die sehr viel Wert darauf legen und dies bei Verkehrskontrollen auch kontrollieren. So empfiehlt es sich zum Beispiel bei Reisen nach Bosnien-Herzegowina, Weißrussland oder der Ukraine, jedenfalls eine grüne Karte mitzuführen, da ansonsten Strafen drohen. Wo bekommt man die grüne Karte bzw. was macht man, wenn ich sie vor Reiseantritt nicht finde? Die Kunden der VAV können sich die grüne Karte online in unserem Endkundenportal herunterladen. Für die Vertriebspartner der VAV bieten wir dieses besondere Service in unserem Portal VAV Pro an. Oft hört man auch von einer großen grünen Karte. Was versteht man darunter? Der Unterschied zwischen der kleinen, standardmäßigen grünen Karte und der großen grünen Karte ist der, dass das Länderkennzeichen des Landes, in das ich reisen will, in die Karte eingetragen wird. Das kann normalerweise über die Versicherung beantragt werden, kostet aber extra. Bei der großen grünen Karte ist es bei einzelnen Ländern in Europa Pflicht, einen größeren Versicherungsschutz bei Reisen in dieses jeweilige Land zu haben. Bei Reisen in die Türkei ist darauf zu achten, dass eine grüne Karte für beide Teile der Türkei, nämlich den europäischen und asiatischen Raum, gelöst wird. Wie lange ist denn eine grüne Karte gültig? Wenn ich mir die grüne Karte online ausdrucken möchte, dann gilt sie ab dem Ausdruckzeitpunkt ein Jahr. Wenn alle Sachen mit an Bord sind, die grüne Karte gelöst ist und die Sommerreifen montiert sind, dann wünschen wir als VAV den Autofahrerinnen und Autofahrern in Österreich eine sichere und angenehme Urlaubsreise.